Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Far Cry Primal. Ich bin's wieder, euer Florian TV, und wir wollen heute wieder. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen weiterkämpfen, und ich habe die stärkste Miezekatze der aller Zeiten. Ja, ich muss sagen, wenn man da reinpustet, ertönt das Horn, warum auch immer. Ich würde es nicht ausprobieren. Aber wir werden uns jetzt mit der Haupt ein bisschen weiterspielen, um mal in der Mission weiterzukommen. Karatosch, der Krieger, wir werden uns heute mal mit dem Krieger beschäftigen. Was der so sagt und was der so tut, das werden wir ja gleich noch erfahren. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie einen Weg aus der Höhle finden. Oh mein Gott, ich muss erst mal gucken, wie wir hier rauskommen. Helix Tatar, und ich freue mich einen Keks. Wieder mal, und ja, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir da irgendwie dahin kommen. Ja, wir dürfen natürlich keine Mammuts angreifen, wie immer, aber Affen, die hier im Winter langlaufen, ist mir mehr auch noch nicht vorgekommen. Na, verrückte Affenbande hier. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier hochkommen. Wir spielen auf Ultra, ne, mit der Information. Ich spiele auf Ultra hoch, damit ihr die Details auch sehen könnt. Das verrückte Mammut will ich jetzt hier nicht bekämpfen. Nein, das verrückte Mammut würde mich sonst töten. Ich kenne diese verrückten Mammuts, die wollen immer einen töten, nur. Und wenn man die verärgert, dann könnte... Ja, genau, das ist das, was ich jetzt meine, dass ein verrücktes Mammut hier wieder hier die Tiere K.O. macht. Ja, genau. Die Mammuts sind nämlich richtig wütend, die Viecher. Und wenn ich da jetzt gleich hier runterspringe, dann werden die mich gleich töten wollen, die Viecher. Das ist das Problem bei den Mammuts. Ja, also haben wir keine andere Wahl, außer uns zurückzuziehen für eine Weile. Mehr oder weniger sollten wir uns zurückziehen, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man ein wütendes Mammut entkommen tut. Das Viech ist auch wirklich hartnäckig, Alter. Halleluja. Kann man nur an wütenden Mammut entkommen? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Achso, wir sind da. Wir müssen dahin. Ja, super. Hätte das mal nicht gleich jemand sagen können, wo ich hin muss. Ach Gott. Immer diese Kartenorientierung hier. Na schlecht. Gut, die Mammuts sind weg und ich kann mich einen Keks freuen. Und die haben mich noch nicht mal bemerkt, die Mammuts. Gott sei Dank. Die mich jetzt nämlich sehen, dann würden die aus mir zertrampeltes, naja, weiß ich nicht, Menschenfleisch machen. Na, herzlichen Glückwunsch, ihr habt da wieder das Mammut aufgescheucht. Oh nee. Und tschüss, ich bin dann mal ganz schnell weg. Ach verdammt, Alter, ich entkomme diesem Mammut nicht. Ich kann diesem Mammut nicht entkommen, das ist so ein, naja, ich weiß nicht. Kann man dem Mammut nur bloß entkommen, ey. Am besten man regt die Viecher nicht mehr auf. So, unser Essen geklaut. Danke, dass du mir mein Essen gibst. So, ach, Herrgottzeiten. Das ist aber auch ein schwieriger Kampf mit diesem Mammut. Herrgottzeiten, das ist aber auch für mich wirklich schwierig zu verstehen, sich mit dem Mammut anzulegen. Na, Taubenfeder? Nee, lass mal. Tauben wollen wir dann doch nicht haben. Schmeckt nicht das Taubenfleisch. So, wie kommen wir da jetzt am günstigsten rein, ohne dass wir gesehen werden? Auge um Auge, ja, das ist unsere Mission jetzt heute. Wir haben die ja schon alle getötet hier. Okay, gut, da wir sie getötet haben. Verzieh dich. Okay, gut, das dürfte jetzt wohl geklärt sein. Wir holen unsere Bestie. Ich nehme Bruno. Bruno den Bären. Zur Verstärkung. Komm, 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 mit deinen Farbbomben. Meine Güte, er schmeißt wieder seine Farbbomben hier. Immer seine Farbbomben hier auf mich zu werfen, ist auch nicht so das Pralle, ne? Aha, ja, Bruno macht das schon. Bruno der Bär. Bruno greift hier jeden an. Oh, schon wieder diese Farbbomben hier. Sag mal, ich schmeiß gleich eine Bombe zurück. Hallo?
Hallo, kann mal jemand sagen, wie ich diese Farbbomben loswerde? Ah, gibt's einen Kopfschuss halt dem Jungs. Bleibst du da mal mit deinem komischen. Na, den lass ich mir mal Bruno schnappen. Oh, steht da noch einer da oben noch? Ja, okay, das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Headshot, ja genau, Bruno. Sag mal, was machst du da, du König der Affen da oben, hä? Schön runter mit dir, mein Freund. Ich glaub's ja wohl nicht. Meinst du hier mit irgendwelchen Lebensmitteln an mir? Ja, hast es ja wohl nicht. Ich glaube, im nächsten Farquhar-Teil kann ich euch jetzt schon versprechen, dass ich mit einem Maschinengewehr rumlaufen werde. Sag mal. Krieg ich Bruno los hier. So, wo bist du eigentlich, Bruno? Haben sie das Jagdfleisch gemacht? Ah, toll, super. Bruno wieder nicht da, oder was? Bleibst du da oben, mein Freund? Ich glaub's ja wohl nicht. So, will jetzt hier mein Essen wieder haben. Danke für den Fall. Ist aber nett, dass ihr hier mit der Keule rumschmeißt. Ah ne, das sind so irgendwelche Peitschendinger. So. Wie kommen wir da jetzt hin? Wir müssen natürlich versuchen, da reinzukommen. Ja, das wird jetzt nämlich auch nochmal ganz schön heikel werden. Da reinzukommen, ist auch nicht so ganz so einfach. Also gehen wir den Hauptweg rein. Wir marschieren in die Höhle rein. So, erstmal untersuchen hier, was wir noch haben. Gibt es noch ein bisschen was zu essen? So, ich marschiere jetzt mal einfach hier rein in die Höhle. Schlimmer als schlimm kann es ja eh nicht mehr werden. Wo ist Bruno? Meine Güte. Ja, ich würde sagen, das zünden wir jetzt mal an hier. Könnte vielleicht uns nützlich sein, wenn wir das hier verbrennen, dass wir dann vielleicht einen kleinen Vorteil hätten. Mal schauen. Dauert einen Moment. Ja, okay, wir haben einen Vorteil. Ja, Bruno, du kannst auch gerne da reinrennen. Ist mir auch völlig egal. Wie du das siehst, Bruno. Aber, nein, Bruno, das ist keine gute Idee. Gut. Also ihr seht schon, es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Um mich den Typen da hinten anzuschließen, muss ich doch darüber. Nur ist die Frage, wie komme ich darüber? Gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, dass ich da wieder in das eiskalte Wasser oder muss ich darüber oder... Also ich muss da in die Höhle rein, aber wie komme ich da jetzt rein? Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Gut, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Puh. So, wie kommen wir jetzt da rein? Okay, alles klar, wir klettern einfach rein. So, wenn wir uns dem Krieger jetzt hier anschließen, nachdem wir hier 20 Mal... okay, gut, Taschen sind voll. Womit denn? Mit was für einem Gesocks sind die denn voll? So. Du Krieger, was willst du von mir? Herrgott, Zeit, was ist das für ein Typ? Hi, Morg. Morg. Hi, Mibrashtar. Okay, der verdreht aber ganz schön die Augen. Ja, oder da, Morg. Matamalsam. Ihr, was will der sich denn? Morg, Supima, Washta. Gott, ist das ein Psychopath, Alter. Schlimmer geht's ja wohl hier nicht mehr in Far Cry. Was hast du jetzt wieder? Ach, der hat da irgendwas stecken. Hi, Guspa. Misushnu Yaugam. Nai, Garush. Winjati Imana. Also, der Udam ist sein Sohn? Soll ich das jetzt irgendwie verstehen oder muss ich das jetzt nicht verstehen? Okay, der kommt mit der Keule da drüben. Ah,
also haben wir nicht. Die Walnai. Deine Beste. Headshot. Headshot. Weiter geht's, Leute. Ja. Headshot. Weiter geht's, Leute. Herrgott, Zeiten, das kann ja wohl nur noch mal irgendwann ein Ende nehmen mit diesen Typen hier. Kommt! Sag mal, was ist mit dir los? Herrgott, Zeiten nochmal. Herrgott, halt nochmal. Kann mal jemand hier die Kreatur rufen? So, jetzt haben wir Bruno als Verstärkung hier. Dürfte ja wohl nicht so schwierig sein. Wie müssen wir denn hin? Oh Gott. Herrgott, halt nochmal. Bleibst du da hinten, du komischer Freak? Herrgott, Zeiten nochmal. Himmel, Lütchen, muss man hier alles alleine machen? Nicht mal die Kreatur greift hier an. Bruno tut gar nichts. Ach. Shaja, Mark Shanchi. Nuta, Taka. Ah, interessant. Ja, schön, dass ich hier bin. Danke. Ja, super. Alter, da eine Kopfnuss. Alter Scholli. Muss das immer eine Kopfnuss geben? Steinzeitmenschen. Immer für einen Witzer. Magmarwa. I shall you. Ja Gott sei Dank, das muss aber auch mal ein Ende haben. Wir treffen uns bald im Dorf, Bruder. Ah ja, okay, der Typ ist anscheinend wohl ziemlich creepy drauf. Ich muss ja mal sagen, sich mit dem zu messen, Auge um Auge. Ja. Auge um Auge. Ich muss sagen, Bruno, du hast es wieder fein gemacht. Ich muss erstmal ein Stück Fleisch essen. So, und was müssen wir jetzt machen? Erobern wir jetzt noch einen Feldzug hier oder machen wir jetzt noch weiter hier? Tja, das ist jetzt mal so die nächste Frage. Vielleicht machen wir daraus jetzt eine Rettungsaktion und retten den da. Erober dieses schwer bewachte Bollwerk um der Udam und stell dem Befehlshabenden. Nee, den will ich mich jetzt nicht prügeln. Der ist mir doch eine Nummer zu stark, der Typ. Wir könnten aber versuchen, das einzunehmen. Könnten. Vielleicht klappt es ja. Wenn wir da hochkommen, das ist das Problem. Ich werde es jetzt erstmal versuchen, da irgendwie hochzukommen. Naja, also da oben ist das irgendwo. Nee, wir müssen da noch weiter lang. So, mein Essen, danke. Sadistisch wie immer, man muss das doch sadistisch machen. Herr Gott sei Dank, so, Kampf wieder mal um Leben und Tod, Leute. Das ist hier das reinste Psychospiel. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ja, irgendwo da wird es wohl sein. Ich habe keine Ahnung.
Gut, gehen wir weiter. Ein paar Steine sammeln, ein bisschen Holz sammeln. Naja, für einen großen Kampf muss man sich ja vorbereiten. Wie man das kennt in Far Cry. Würde ja gerne die Eule losschicken, aber es ist keine so gute Idee, die Eule mal loszuschicken. Oh, das sieht ja gar nicht so gut aus. Also surfen wir hier wieder runter. Ja, cool. Meine Güte, kann ich surfen. Ich sollte mal Surfkurses mitmachen. So, und dann sind wir gleich da oben. Und erobern die nächste Festung. Ich hoffe mal, dass das die ist. Also wenn nicht, dann... Na gut, surfen wir hier nochmal wieder runter. Yay. So. So, dann sind wir hier wieder runtergesurft. Tötet euch doch gegenseitig, ist mir doch eine Latte. Ich nehme mir meinen Ton mit und verdünnerisiere mich hier so schnell wie es geht. Wer von euch beiden gewinnt, ist mir völlig egal. Doch, das ist ja anscheinend wohl schon mal richtig. Haufenweise Knochen von Mammuts. Bestienkill. Naja, gut. Wo sind wir hier wieder gelandet? Im Land von Udam. Schon wieder diese Mammutmission. Die herrlich. Die werde ich mich auch nochmal drum kümmern. Um dieses Mammut zu zähmen. Nur, wie können wir das Mammut zähmen? Ich würde es eigentlich auch gar nicht zähmen, weil ja, es könnte uns ja eventuell doch einen Kopf kürzer machen. So, was hier nicht alles in der Steinzeit herumliegt. Nicht schön. So. Jetzt sind wir da, jetzt müssen wir auch gleich noch ein paar Schritte. Sprich mit dem Vinja-Jäger. Ne, mit dem will ich jetzt nicht reden. Ich will da oben hin. Ich möchte auch mal gewinnen hier. Hallo? Was ist denn jetzt los? Okay, wir müssen da hin. So. Wo ist denn der Bär? Ah, Bruno der Bär, ich fass es nicht. Der macht sich eine Pause und gönnt sich immer eine chillige Pause. Naja, gut, wollen wir ja mal nicht drüber reden. Jeder von uns braucht mal eine kleine Pause und ich surfe hier mal ganz schnell die Wände runter wieder. Ja, wie geil. Na, das sieht ja aus wie Blut. Getrocknetes. Jetzt ziehst du dich aus meinem Gebiet hier, mein Freund. Also ich glaub's ja wohl nicht. Gleich ein Kopfschuss und... Das Viech nicht, lässt nicht los. Oh, ein Udam-Lager. Naja, da wollen wir nicht auffallen. Wir wollen nicht auffallen. So. Bruno, mach dich klein. Okay, der Typ tut das nicht. Also hilft jetzt nur eins, die Eule losschicken. Die Eule weiß natürlich, mit wem wir es hier aufzunehmen haben. Hey, wieso haben wir nicht mehr Krieger hier? Aber peinlich, oh, ganz schön peinlich, das Lager hier. Gut, okay, dann sind das wohl alles unsere Gegner, wie einfach. Ja, das dürfte ja wohl zu einfach sein. Und gleich mal einen Kopfschuss verpassen hier. Jungs, haut ab hier. Na super, was wird das denn hier? Jeder greift hier jeden an oder was? So greifen sich alle gegenseitig an. Na Gott sei Dank nochmal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die sich hier alle gegenseitig angreifen. Nimm ich den Speer. Bleibst du mir mal vom Leib, mein Freund. Ich glaub's ja wohl nicht. Dein Fleisch. Von mir aus kannst du angreifen. Ist mir auch egal, hier, du komischer Udam-Krieger. Ja, Bruno, du kriegst dein Essen hier.
Geh bloß auf, du komisches Viech. Ich hab keine Lust, jetzt hier noch alleine zu kämpfen zu müssen. So, jetzt gibt's hier Gulasch. Serviertes Gulasch und getötet. Super, Leute, das haben wir geschafft. Ich muss sagen, wir haben es geschafft. Das gehört uns, das Lager. Das war eigentlich relativ einfach, ne? Fand ich auch. Ja, 15 von 16. Ah, ist ja einfach. Also so die ganzen Lager freizuschalten. Jetzt hat man einmal den Dreh raus. Leute, wir haben den Dreh raus. Wir wissen, wie es geht. Und wir können diese Udam-Typen auch exekutieren, mehr oder weniger. Ah, lecker Menschenfleisch. Hm, Menschenknochen. Was ist das denn hier für ein Lager? So. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt weiter? Gibt es hier noch irgendwie was zum Machen oder nicht? Oder müssen wir diesen Typen da jetzt machen? Aber ich glaube, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Weil wir wollen ja, erlege das Blutmammut und setze seine Schreckensherrschaft ein. Schwer, ja gut, das will ich jetzt mich nicht, Mammut will ich mich nicht prügeln. Wir werden jetzt erstmal zurückkehren und vielleicht noch eine kleine Mission noch machen. Eine kleine Mission werden wir noch anfangen, damit ihr auch ein bisschen actiongeladenen Spielspaß habt. Solltet ihr auch haben. Und vergesst nicht fleißig das Video zu Ende zu gucken und zu abonnieren und zu kommentieren. Ja. So, wir wollen ja schauen, wir wollen ja gewinnen, ne? Also spielen wir auf höchster Grafik. Gut. Ich habe leider nur einen Full HD Monitor. Der 4K Monitor kommt irgendwann nochmal. Eines Tages hoffe ich ja mal. So, ein bisschen ein paar Pflanzen. Dann müssen wir davon noch ein bisschen. Okay, gut. Gut, dann werden wir uns mal eine kleine Mission noch machen. Eine kleine Mission. In der Hoffnung, dass wir vielleicht gewinnen. Aua. Die Lizianer oder wie die Typen sich nennen. Aua. Dieses komische Sonnenvolk. Ups. So, wo sind sie hier? Dieses komische Volk. Winja. Winja. Guta Kwai Gwar Huda Chai. Nasa Prapa Cham. Okay, gut. Anscheinend müssen wir seine Hütte upgraden. Wir brauchen Südstein und Fischhaut. Okay, Südsteinstaub brauchen wir 30. Südstein brauchen wir 40. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zurück ins Lager und finden nochmal welche. Irgendwie, keine Ahnung wie. Auch immer. Vielleicht könnten wir das nochmal machen. So, mein Essen. Ich brauche nochmal Essen, ne? Ihr wisst doch, Essen ist gesund. Zumindest in der Steinzeit war das so. Ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Da hat ja der Mensch auch noch nicht so den Verstand verloren wie hier heute. Selten ist ja Kahlfell. So, wir brauchen Fisch. Seltener Fisch. So, dann brauchen wir Südsteine. Ah, ja, ja, das ist das Problem. Südstein brauchen wir 50. So, Südsteinstaub. So, dann machen wir das auch nochmal voll. So, dann können wir das nämlich upgraden. Die Hütte können wir dann nämlich upgraden. Und dann gibt es neue Aufträge. Ja, jetzt denkt ihr bestimmt, super, gut für uns. Ja, es ist super. Ah, die Leute rennen mir. Aber ich muss sagen, mein Dorf ist ziemlich riesig geworden. Also ich bin froh, dass es schon so stark geworden ist. Umso mehr von der Sorte hier, so. Taschen ist voll mit Adelholz. Naja, gut, okay. Gut, dann packen wir es ins Lager. So, dann wollen wir das mal upgraden. Na gut, vielleicht gibt es auch noch eine neue Mission, weil wir ihn abgegradet haben oder haben schon alle Missionen gemacht. So, gibt mal 3000 XP, verbessert. So. Und?
Hat uns das irgendwas in einer Art und Weise gebracht? Ja, wahrscheinlich. Hinterlistige Bestien zähmen. Jede Dezember Höhlenbär und Dachse, Köder und, Tja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Feuer Attack Down wäre vielleicht mal ratsam, ne? Machen wir Feuer Attack Down vielleicht. So. Ja, okay. Ach Gottchen, hör auf zu quatschen. Dann wird mir ja ganz schlecht von deinen Missionen hier. So. Dann werden wir nochmal eine andere Mission annehmen in der Zeit. Wie auch immer. Wir haben ja hier noch so einige. Was haben wir jetzt hier mit ihm hier? Mit dem Pissmeister hier? Ey. Ach. Ja. Nordton. Höhlenbär bräuchte ich 3 Fälle. Nordton habe ich 50. Fehlt mir nur noch Höhlenbärfell. Müssen wir mal gucken, ob wir das haben. Weil wenn ich das habe, dann kann ich da auch nämlich weitermachen an der Mission. Eigentlich. Aber gut. Wollen wir mal schauen. Vielleicht haben wir noch sowas. Sonst wenn nicht, gehen wir mal schnell eben noch jagen. Höhlenbärenfell. Seltsames Streifenhörnchen, Löwenfell? Nein, sowas haben wir nicht. Gut, alles klar, dann gehen wir jagen. Wir wissen ja, wo die Höhlenbärenfellen sind. Höhlenbär. Gut, alles klar, wir wissen, wo sie sind. Dieses Viehzeug dürfte uns ja wohl erstmal nicht in die Quere kommen. Sind auch ziemlich stark, muss ich ja mal sagen. Er ist so stark wie Bruno. Nur Bruno ist der ein Bärenfell. Großer Nasenbär. Okay, großer Nasenbär, den wollten wir jetzt nicht töten. Hallo, wieso geht das denn nicht? Hatte mir doch da eine Markierung gesetzt. So, alles klar, wenn wir mal ein paar Bären jagen gehen. Ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt in der Mission noch hin, dass wir die Hütten besser verbessern können. Wo sind sie? Wo sind sie? Hä? Nordstein. Aber wo sind die Bären? Oh, ein Höhlenbärenfell. Höhlenbärenfell bräuchte ich. Mensch. Und nicht irgendwelche komischen Hilfaktionen hier, Rettungsmissionen. Beschütze die Winja von den Raubtieren. Von welchen Raubtieren? Hier sind doch gar keine. Weit und breit sind hier keine. Braucht das Fell, komm schon. Haben wir auch einen Bären? Das ist ja mal. So, da haben wir es doch. Höhlenbärenfell. Wer weiß, was hier noch wieder alles lummert. So. Brauch noch ein paar mehr, glaube ich, ne? Haben wir hier noch ein paar mehr? Nee, ne? Glaub nicht. Nö, dürfte eigentlich nicht relativ. Ja, hier in der Wildnis findet man allerhand Pflanzen, muss ich ja mal sagen. Menschens, genau, was ist denn hier alles los heute? Binger in Not. Ja gut, da kümmern wir uns jetzt natürlich jetzt heute mal nicht drum. Da werde ich mich dann mal ganz speziell drum kümmern. Ah, mein Dorf kann ich upgraden. Ja, ich kann den Pissmann upgraden, der mich immer Pissmann nennt. Der so gerne, wie ihr wisst, schon in einer Folge auf mich gepinkelt hat. Das ist aber schon total widerlich, wenn der auf einen pinkelt, um sein Revier zu markieren. Ja, da muss man dann schon mal ein bisschen vorsichtig sein, was dieser Typ macht. Aber es hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck, warum er es macht. Wahrscheinlich, weil er sich bedroht fühlt. Was ist los, du kleiner Pissmann? Hm? Findest du mit deinen Waffen auch ganz toll, ne? Ja, danke. So. Ja, okay, man sieht Ehre und Stolz. Okay, wir wollen ihm ja nichts Böses dem Typen, ne? Wir wollen ja nur die Hütten upgraden. 3000 nochmal.
So. Sind wir jetzt ein bisschen schlauer geworden? Ja, sind wir. Naja, wir haben jetzt fast alle Hütten abgegradet, ne? Also er hat jetzt hier... okay, gut. Er hat es immer noch nicht begriffen. Anscheinend ist er wohl immer noch so doof, wie er aussieht. Hatte seine Mission zwar alle gemacht, aber... Ja, gut. Sauber an der Stelle werde ich auf jeden Fall jetzt gleich erstmal wieder Cut machen, weil wir haben jetzt eigentlich so gut wie fast alles erledigt an Verbesserungen an unserem Dorf. Wie man sieht, unser Dorf wächst und gedeiht. Wir müssen jetzt noch ein paar Leute befreien. Aber ich hoffe in der nächsten Folge, dass ihr euch total darüber freut, wenn ich dann wieder den nächsten Menschen ins Dorf hole. Und vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Bis dahin, euer FlorianTV.